Hallo zusammen, ich bin Mirja und das hier sind meine super leckeren Erdbeerschnecken mit Zitronen-Frischkäse-Frosting. Und wie man die ganz schnell und einfach macht, das verrate ich euch jetzt. Yeah. Zuerst mal brauchen wir natürlich einen richtig schönen, soliden Hefeteig. Und dafür habe ich hier Mehl. Zu dem Mehl geben wir etwas Zucker. Natürlich etwas Hefe und eine Prise Salz. Das vermischen wir einmal. Bei den flüssigen Zutaten ist es so, dass wir die Butter in ein bisschen Milch und Wasser schmelzen müssen. Meine Küchenmaschine kann das. Ansonsten macht man das einfach separat in einem Topf. Wenn die Butter geschmolzen ist, dann sollte das Ganze so weit abkühlen, dass es so ein bisschen handwarm ist. Ansonsten gefällt es der Hefe nicht so gut. Und dann kann eigentlich auch schon das Mehlgemisch dazu. Ein Ei kommt auch noch dazu. Und dann kann das Ganze für so 4 bis 5 Minuten gut durchkneten. Wenn der Teig so aussieht, dann ist er fertig. Der kann jetzt ruhen und wir machen währenddessen die Füllung. Für die Füllung brauchen wir Erdbeeren. Es sollen ja Erdbeerschnecken werden. Und diese Erdbeeren, die müssen wir relativ klein schneiden. Das muss jetzt nicht besonders akkurat werden, sondern Hauptsache ist, dass die gleich schnell durchgekocht sind. Dann kommen die klein geschnittenen Erdbeeren in einen kleinen Topf. Und ein bisschen Zucker dazu. Und das Ganze darf jetzt zusammen aufkochen. Die Erdbeeren, die müssen jetzt so 3 bis 4 Minuten weich kochen und die zerfallen dann auch relativ schnell. Und dann brauchen wir zum Abbinden ein kleines bisschen Stärke. Ich habe hier dafür mir ein kleines Glas mit ein bisschen Wasser genommen. Und da drin werde ich die Stärke erstmal auflösen. Denn wenn man die Stärke direkt in die heiße Flüssigkeit gibt, dann wird das ganz oft so klumpig und das will ich natürlich nicht. Die Erdbeeren, die sind hier richtig schön flüssig geworden. Ein paar Stückchen dürfen gerne noch drin bleiben. Und jetzt kommt einmal das Stärkewasser dazu. Und dann lassen wir es nochmal aufkochen. Nach dem Aufkochen dauert das nur so eine halbe Minute, dann wird das richtig schön dickflüssig. Und jetzt muss das relativ zügig abkühlen und das funktioniert am einfachsten, wenn man das nicht im Topf lässt, sondern in eine Schüssel umfüllt und in der einfach so, bis der Teig fertig gegangen ist, hin und wieder noch mal ein bisschen umrührt. Dann ist das gleich bereit fürs Weiterverarbeiten. Bevor wir jetzt den Teig ausrollen, wollen wir noch einmal schnell unsere Form ausfetten. Das machen wir einfach mit ein bisschen Butter. Und dann geht's dem Teig an den Kragen. Bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche. Noch einmal kurz durchkneten. Und dann brauchen wir ein Rechteck. Auch das muss jetzt nicht so mega akkurat sein. Wir wollen es ja gleich sowieso aufrollen. Aber auf diesem Rechteck verteilen wir jetzt einmal unsere Erdbeermasse. Und jetzt müssen wir das einmal aufrollen. Dann brauchen wir ein scharfes Messer und schneiden hier 9
ungefähr gleich breite Stücke raus. Ich zeichne mir das einmal kurz vor. Wichtig ist, dass man relativ vorsichtig dabei ist. Ansonsten drückt man nämlich jetzt die ganze Füllung aus den Schnecken einfach wieder raus. Im Idealfall sieht es jetzt so oder noch besser aus. Die müssen jetzt noch 30 Minuten zugedeckt gehen. Und währenddessen können wir dann gleich schon mal den Ofen anstellen auf 175 Grad Ober- und Unterhitze. Nach einer halben Stunde sollten die Schnecken richtig gut aufgegangen sein, so wie diese hier. Und die wandern jetzt für 30 bis 40 Minuten in den Ofen, bis die so ein bisschen goldbraun durchgebacken sind. Wenn die Schnecken gerade fertig sind, wir brauchen die gleich noch warm, dann machen wir das Frosting. Wir machen ein Frischkäse-Zitronen-Frosting. Das ist optional, aber eigentlich auch nicht, weil ohne dieses Frosting sind die einfach nur halb so geil. Und zuerst nehmen wir Butter. Die Butter, die sollte zimmerwarm sein, denn die wollen wir jetzt einmal luftig aufschlagen. Und dazu kommen jetzt Frischkäse, der sollte im Optimalfall auch Zimmertemperatur haben. Und einmal Puderzucker und Vanillezucker, die habe ich hier zusammen in die Schüssel getan. Die ganzen Zutaten, die findet ihr auch unten über einen Link in der Beschreibung, da haben wir das alles aufgelistet. Und was fehlt, damit es ein Zitronen-Frischkäse-Frosting wird? Zitronenschale. Die kommt auch noch dazu. Und jetzt kommt das große Finale, denn jetzt müssen wir nur noch über die lauwarmen oder auch ein bisschen mehr als lauwarmen Erdbeerschnecken das Frosting drüber geben und dann können wir die auch warm essen. Das waren meine Erdbeerschnecken. Ich freue mich, wenn ihr die nachbackt. Bis bald, eure Mirja.